Ja, servus, grüezi und hallo und recht herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge The Division 2 Warlords of New York hier bei mir auf dem Kanal. Ich bin der Badenfarmer und freue mich, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Ja, Dragoffs Stützpunkt stürmen und unsere Mission soll sein, James Dragoff zu neutralisieren. Und ich würde doch sagen, das werden wir doch gleich mal hier versuchen. Und da holen wir erstmal die große Bumme raus, markieren die zwei Buben und dann geht's los. Holster können wir ja auch noch mitnehmen. Dann noch ein bisschen Munition. Das Funksignal abgefangen. Ich höre Schüsse. Meldung. Der Ladebereich in der Broad Street wird angegriffen. Es ist wie ihr wisst. Feuert auf das Tor. Neben den MCW. Sie dürfen das Lager nicht plündern. So, da ging es, glaube ich, ja rechts rum. Oder eben auch nicht. So, wie war das jetzt wieder? Ach, hier. Stimmt. Hier einmal hoch. Und über den Zaun. Und da haben wir auch wieder einen Funkspruch. Haben Sie nicht hier gearbeitet? Schwer zu glauben. Sie sehen mir gar nicht aus wie so ein Krawatte und Anzugtyp. Einer der Besten. Klar, denn Sie machen keine halben Sachen. Ich habe so viel Zeit verschwendet, um Geld zu verdienen. Jetzt sehen wir ja, was wir davon haben. Wir haben das Geld angebetet. Und dann wollte es uns umbringen. Wenn wir ehrlich sind, hat Geld Menschen immer zum Töten animiert. Vielleicht haben wir das verdient. Wir verdienen Besseres. Wir sind wie Phönix. Wir erheben uns aus der Asche. Lassen Sie jetzt den Philosophen rufen? Gar nicht. Sieht man das Logo lange genug an, hat man das Gefühl, dass wir stärker und besser daraus hervorgehen werden. Tja, manchmal muss man erst am Boden liegen, um die Freiheit zu haben, etwas Besseres aufzubauen. Genau. Der Philosoph unter uns, Aaron Keener. Naja, ich weiß nicht. Ich hatte das Gefühl, dass hier irgendwo noch ein bisschen Material ist, aber das hier mit Sicherheit nicht. Ansonsten gibt es ja oben, wo die Waffenkammern bzw. die Waffenkisten sind, da gibt es auf jeden Fall noch einiges. So, hier hinten haben wir aber mit Sicherheit noch ein bisschen Material. Okay, und hier haben wir wieder den Funkspruch von James Dragoff. Ich brauche eine Liste. Hier, bitte. Einiges davon wird schwer aufzutreiben sein. Sarakisten gehen. Aber diese Spezialchemikalien und Virenkulturen, das kann dauern. Ich habe Geduld. Aber das hat Priorität. Sonst wird es Die Vorräte, Agent. Alles, was Sie denen wegnehmen, können die nicht an Keener schicken. Die Wichser haben Keeners Vorräte. Schaltet sie aus, egal wie. Brecht sie zum Vorratslager durch. Ein Toter. Feinde kommen näher. Feinde kommen näher.
So, jetzt erstmal wieder zurückziehen. Und ein bisschen aufräumen. Feinde kommen näher. Ich sehe es. Eintreffende Gegner. Ups, dann bringen wir uns mal kurz in Deckung. So. Feind nähert sich. So, von hier oben ist es etwas leichter. Okay, sehr schön. Eintreffende Gegner. So. Immer darauf achten, dass alles schön aufgefüllt ist. Okay. Kiste sichern. Das haben wir getan. Wo hast du die her? Na, das ist nicht Teil der Abmachung. Ich muss wissen, dass die funktionieren. Sprich mit Theo. Er kann die Lenksysteme auf den Boards checken. Was ist mit dem Rest? Wir haben Serra-Kisten, Aluminium, Sprengsätze, Chemikalien, Proteine, alles. Und wir mischen das Aerosol ab hier. Ich hab noch ein paar Dinge für die Liste. Gib uns genug Zeit, dann finden wir alles. Ich will die Einrichtung am Pier sehen. Die Mischung ist sehr speziell. Na dann, gehen wir los. Und Driver? Ja? Werd die Sicherheitskameras los. Die sind eine Belastung. Wir wollen doch nichts durch Diebstahl verlieren. Die Jungs sind Familie, aber nicht allen in der Familie kann man trauen. Dragoff versorgt Kina mit Material für seine Biowaffe. Keine Ahnung, was Kina alles schon bekommen hat. Verdammte Scheiße, Agent. Wir müssen Dragoff so schnell wie möglich kriegen. Tja, das sehe ich genauso. So, dann wollen wir mal weiter. Da drüben gibt's nichts mehr. Das Echo haben wir gesehen. Jetzt geht es hier durch. Okay, Inventar ist voll. Auch da nichts mehr aufzufüllen. Die Vorräte sind weg. Das Schiff antwortet nicht. Oh, Scheiße. Ist Tatsches tot? Ich will, dass ihr die alle umlegt. Lass diese Arschlöcher allein. Feindliche Truppen im Anmarsch. Ja, das ist gut möglich. Die kommen jetzt hier meines Wissens aus dem Aufzug. Oder etwa doch nicht? Schade, schade, schade. Okay. So, war da oben noch was? Ja doch. Gut, ein Scharfschützengewehr. So. Und weiter. Feinde in der Nähe. So, die kommen von da unten meines Wissens.
Hier haben wir nichts. Ja, so ist das, wenn man weniger wird. Okay, müssen wir ganz runter. So. Ups. Beim MTW formieren. Macht euch bereit. Es wird Zeit, die Kontrolle zu übernehmen. Vorsicht, Agent. Ganz ruhig. Überstürzen Sie nichts. Ich bin ja die Ruhe in Person. Jetzt wird's lustig. Yep. Na, werden doch das Ding da treffen. So, jetzt müssen wir noch die andere Seite. Vierte und letzte Platte. Ich hätte zu gern Dragovs Gesicht gesehen, als sie den Laden auseinandergenommen haben. Motherfucker sind dieselben, die Barrett getötet haben. Wollt ihr sie etwa laufen lassen? Das ist unsere Familie. Unser Haus. Schmeißt die Wichser raus. Tja, wenn das immer nur so einfach wäre, ne? Da habe ich ja wohl auch noch ein Wörtchen mitzureden. So, da müssen wir ein bisschen aufräumen. Da gibt es noch irgendwo Loot, wenn ich richtig weiß. So. Ah ja. Dragov hat sich in der Börse verkrochen, aber sie ist abgeriegelt. Vielleicht kommen sie über das Gerüst auf der anderen Straßenseite rein. Auf der anderen Straßenseite. Das werden wir versuchen. Yep. Okay. Auch hier erwarten uns einige freundliche Menschen zum Abendbrot. Perfekt.
deine Backe, Wichser! Weg damit! Machen wir sie fertig! Sehr schön. Gut. Das ging ja relativ zügig. Jetzt sind wir gut durchgekommen. Ja, da kommen noch welche. Munition. Okay, und dann geht's jetzt hier hoch. Nicht von hinten, Freunde. So, da kommt noch was. Okay. Soweit, so gut. Das Geschütz nehmen wir auf und schauen, dass wir ein bisschen vorwärts kommen. Naja, okay, mal da drüben nehmen wir noch was mit. Sehr schön. Irgendwo war doch noch ein bisschen was. Das war jetzt nicht. Aber das nehmen wir mit. Okay. Ah, ich glaube, hier war noch irgendwo. Oder? Ah ja, da müssen wir wieder irgendeinen Sicherungskasten. So, wo geht's denn lang? Da geht das Kabel lang, da geht das Kabel lang. Und dann war irgendwo hier... Das Sicherungskasten, oder? Dann geht's hoch. Ach, da oben. Sehr gut. So, was haben wir denn hier? Damit kann man arbeiten. So. Ja, die haben mit irgendwelchen Dingen um sich. Ah ja, da haben wir ja die Kollegen da oben noch. Ihr Wesen nähert sich der Börse!
Schaltet sie auf. Ich kümmere mich persönlich darum. Ron, Knuckles, ihr kommt mit mir. Da freue ich mich aber auf persönliche Betreuung. So, jetzt geht's dann gleich rein. Jetzt sind wir über dem Gerüst. Schups. Aha. Gut. So. Okay, jetzt ist wieder eine Waffe. Meine Schroti. Okay. Es ist soweit. Die Terrorherrschaft der Division endet hier und heute. Holt sie euch, Leute! Macht diese Wichser fertig! Scheiß Unternehmen, die Menschen! Bist du schon tot?
Technik entdeckt. Abtrünniger Agent gestorben. So, dann erstmal hier alles aufladen, wieder auffüllen und da haben wir wieder jemanden in die ewigen Jagdgründe geschickt. Mutti wäre stolz auf uns. Gut, dann schauen wir mal. Jetzt gibt es ja hier noch sowas Spezielles. Einmal. Und das zweite müsste irgendwo hier drüben sein. Und dann werden wir elektronisches Gerät erkannt. So, elektronisches Gerät. Sehr gut. So, hier gibt es noch ein bisschen was einzusammeln. Hier gibt es was einzusammeln. Und hier werden wir jetzt vermutlich gleich was zu hören bekommen. Schildfertigkeit erhalten. Agent fordert Verstärkung an. Sehr schön. Haftgranate explosiv. Gute Arbeit, Agent. Dragoff ist tot. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wo die Vorräte für China sind. Ich kläre das mit Rhodes. Mal sehen, ob wir eine Spur finden. Ja, da geht es also runter zum Pier. Pier 26. Agent, Benitez hat die Aktivitäten der Rikers unter die Lupe genommen. Ich weiß jetzt, wie Dragos Leute den Nachschub für China herschaffen. Pier 26. Eine Wache hat Rikers gesehen, die Kisten in diese Richtung getragen haben. Wir haben nicht genug Leute, um den Pier zu sichern. Aber China darf den Nachschub nicht kriegen. So sieht's im Moment aus. Mir egal, wen Sie dafür ausschalten müssen. Erledigen Sie das. Tja, das sehe ich ähnlich. Und zwar darf China auf keinen Fall den Nachschub bekommen. Aber das, liebe Freunde, werden wir erst in der nächsten Folge zu sehen bekommen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich darf mich bei euch verabschieden. Wieder mit einem kleinen Tänzchen. Sagt Dankeschön. Der Baden-Farmer sagt Tschüss, Ciao, Cheerio.